KinoCast. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge vom KinoCast. Hallo Chris. Einen wunderschönen guten Tag und hallo. Tja, und aufmerksame Hörerinnen und Hörer werden es gemerkt haben, wenn ich nicht die Kate zuerst begrüße, sind nicht dabei. Gute Besserung, bis nächste Woche dann hoffentlich. Und ja, auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Und wir haben für euch aber jede Menge Sachen mitgebracht. Coole Filme. Ich würde sagen, wir haben eigentlich die beste Sendung seit Ewigkeiten vorbereitet. Na, mal schauen. Mal schauen. Es war nur ein kleiner Teaser, damit ihr dranbleibt. Müsst ihr dann selber gucken. Und wir haben zum Beispiel aus der Sneak Preview den Film Was geschah mit Bus 670, was jetzt ein bisschen komisch klingt, hat vielleicht auch noch niemand gehört. Moonfall wird durchaus prominenter beworben im Fernsehen als dieser Film. Hört euch das aber mal an, worum es da geht. Vielleicht gefällt er euch ja. Dann gibt es natürlich den Sneak-Tipp für die morgige Sneak Preview in Stuttgart hier in den Innenstadtkinos. Und ja, dann reden Chris und ich nochmal über Ghostbusters Afterlife oder Legacy, den haben wir jetzt beide gesehen. Und ich stelle noch einen Film vor, der lief kürzlich erst im Kino und da hatte der mich von der Filmbeschreibung her interessiert. Der heißt Black Box, gefährliche Wahrheit. Den habe ich auf Sky Store mir mal ausgeliehen. Und ein paar Serien gibt es auch noch. Neue Folge von Book of Boba Fett werden wir natürlich mal auswerten. Umbrella Academy sehe ich hier. Auswerten. Selbstverständlich. Hier erfahrt ihr, was ihr denken müsst. Und also. Ja, steigen wir doch gleich mal ein in KinoCast, die... KinoCast, dir deine Meinung. Ja, genau. Jeder hat das Recht auf unsere Meinung. Und schauen wir doch mal in die Sneak Preview der vergangenen Woche. Das war der mexikanisch-spanische Koproduktion Was geschah mit Bus 670. Und der startet am 10.02. in den deutschen Kinos. Das heißt, den werden wir nachher nochmal wiedersehen in den Kinostarts der Woche. Und es geht hier darum, dass zwei Teenager, die in Mexiko leben, in der Provinz, die mir irgendwie, ja, ich kenne mich da nicht so aus mit den Provinzen, die wollen auf jeden Fall in die Vereinigten Staaten, weil der eine von den beiden hat gesagt bekommen, dass der Schwager, der schon in den Vereinigten Staaten lebt, der hätte für die einen Job und dann wollen sie natürlich da auch hin. Und was ja in Mexiko durchaus gang und gäbe ist, weil dort die Armut sehr groß ist, was natürlich auch mitgeschuldet ist durch die US-amerikanische Politik, dass die angefangen haben, Mais massiv zu subventionieren und so weiter. Dann lohnt sich der Maisanbau nicht mehr in dem eigentlichen Land, wo der Mais herkommt, Mexiko und so weiter. Sind die dort sehr, sehr arm geworden und sehr viel Kriminalität und versuchen halt sehr, sehr viele aus Mexiko in die USA zu fliehen, um sich dort vielleicht ein besseres Leben zu ermöglichen und insbesondere eben junge Leute, die natürlich auch beeinflusst sind durch Medien, durch Werbung und so weiter. Die sehen halt, wie gut es in den USA alles aussieht und geht und ja, so ungefähr wie damals, als wir in der DDR waren und es in Westdeutschland so gut aussah übers Fernsehen und so weiter. Hattet ihr auch Mais? Mais. Ja, kanntet ihr das überhaupt? Mais hatten wir schon, doch. So, okay. So Gemüse gab es meistens. Also Obst und Südfrüchte war natürlich immer ein Thema. Okay. So. Ja, und so machen sich halt die zwei Freunde auf den Weg in die USA. Allerdings sieht man jetzt nicht viel von ihrer Reise. Man sieht, wie sie aufbrechen. Sie verabschieden sich noch und die Mutter von dem einen, die heißt Mercedes, ist ein sehr guter Name hier im Ländle. Ist das nicht ein geschützter Name? Nee. Wundert sich dann, dass irgendwie nach einer gewissen Zeit, dass sie überhaupt nichts von ihm hört und er kommt nicht an, da wo er hin wollte und er meldet sich auch nicht und so begibt sie sich dann so auf Nachforschung und stellt halt fest, dass es doch häufiger mal dazu kommt, dass welche, die über die Grenze wollen, einfach verschwinden. Also entweder, was weiß ich, getötet werden von irgendwelchen Kriminellen oder auf der anderen Seite der Grenze von irgendwelchen selbsternannten Grenzschützern der USA irgendwie niedergestreckt werden oder einfach irgendwo verschleppt werden und so weiter. Und sie begibt sich halt dann auf die Nachforschung, was. In dem Film ist es so, sie wohnt ein ganzes Stück entfernt von dieser Grenze. Das heißt, sie begibt sich ewig auf den Weg und sie hat natürlich auch nicht viel Geld. Und von ihrer besten Freundin und Nachbarin, das war der,
der ihr Sohn war der beste Freund von ihm. Der wurde tot aufgefunden. Also die zwei sind ja zusammen weggegangen und der wurde jetzt schon in so einem, die haben da so ein riesen Buch gehabt mit irgendwelchen Leichen. Das mussten die dann durchblättern auf der Polizeistation. Und da hat halt die Nachbarin ihren Sohn erkannt, völlig kaputtgeschlagen und völlig, also man konnte ihn kaum erkennen. Ne? Also sie hat ihn trotzdem erkannt und dann gibt die Nachbarin ihrer besten Freundin da auch noch ein bisschen Geld, damit sie sich auf die Suche machen kann, wer das war und ob vielleicht ihr Sohn noch lebt, weil der wurde nicht gefunden, also da wurde kein Leichenbild veröffentlicht. Und ja, so begibt sie sich halt auf die Nachforschung. Sie muss halt erstmal ein ganzes Stück reisen dahin und kommt dann halt in diese Grenzregion, in der sehr viel geprägt ist von Personen, die versucht haben zu fliehen und es nicht geschafft haben oder schon mehrmals versucht haben zu fliehen und es nicht geschafft haben, so völlig und jetzt schon völlig am Ende sind, schon gar nicht mehr wissen, was sie noch machen sollen, so kurz vorm Suizid stehen oder in die Kriminalität abrutschen, weil sie natürlich auch kein Geld mehr haben, weil sie alles auf die Karte gesetzt haben und bis hin zu totaler Armut von irgendwelchen obdachlosen Unterkünften, bis hin zu irgendwelchen seltsamen Schleppertypen oder Personen, die irgendjemand irgendwas versprechen und ja, das ist so eine ganz drastische Situation, die da auch so geschildert wird und die auch sehr, sehr gut rüberkommt. Das ist jetzt aber nicht so, dass es dass es so ein bisschen von oben herab erzählt wird, sondern wir erleben das eigentlich alles mit ihr mit. Die Kamera, die ist häufig in so einer Art Third Person, also direkt hinter der Person und sie redet halt mit Personen. Manchmal, wenn sie mit Personen redet, sehen wir diese anderen Personen, mit denen sie redet, auch gar nicht, sondern der Shot ist jetzt genau auf ihr Gesicht gerichtet und wir sehen halt nur, wie sie spricht und wir hören die Antwort von der Person und wir sehen aber die andere Person gar nicht. Also der Film fokussiert sich ja sehr auf unsere Hauptdarstellerin, die das auch wahnsinnig gut macht, diesen Mut der Verzweiflung, den sie da an den Tag legt, um ihren Sohn zu finden und hat halt immer sehr, sehr viele Rückschläge auch einzustecken, so Spuren, die sie eigentlich hätten weiterbringen können, die erweisen sich halt dann irgendwie als nicht zielführend und dann kriegt sie aber andere Hinweise. Ist zeitweise ein bisschen wie so Questaufgaben, ne? Sie kriegt dann irgendwie so, ja, du musst mal zu der Person gehen und die hilft dir dann weiter und so und irgendwann kommt sie dann halt auch in diesen Quest-Flow rein, wo es dann halt wirklich in die richtige Richtung geht und aber selbst bis dahin fand ich es schon sehr, sehr gut und eindringlich und auch spannend, ja, obwohl es eigentlich ruhig erzählt war, aber ich fand es trotzdem sehr spannend, wie sie sich da in diesem Milieu bewegt, was halt auch extrem gefährlich ist, ja, weil sie forscht dann auch in Sachen nach, wo sie eigentlich ihre Nase lieber nicht hätte reinstecken sollen. Also sind schon andere für sehr viel weniger irgendwo unter der Erde gelandet in der Region, ja, also weil sie ermittelt, sie stellt halt Fragen auch im kriminellen Milieu und so weiter und gerade in Mexiko ist das ja schwierig da, sich in dieser Richtung zu bewegen und ja, was kann ich noch sagen? Achso, ich muss jetzt aufpassen, dass ich nicht spoiler, weil das Ende fand ich echt gut gemacht, also wirklich ein richtig gutes Ende hat der Film. Es ist sehr, sehr eindringlich gespielt und sehr, sehr gut gemacht. Ich will natürlich in keine Richtung verraten, um was es da geht und wie und was. Und Aliens! Nee, also auf jeden Fall nicht. Es bleibt auf jeden Fall auf dem Boden der Tatsachen. Aber okay, ich bin raus, schade. Es hat schon so, es ist natürlich, in Mexiko ist ja auch so, da ist natürlich auch das Thema mit Glauben und mit Aberglauben und mit irgendwelchen dunklen Mächten und so ist natürlich auch ein Thema. Also wenn sie da mit Leuten spricht und irgendjemand sagt dann, ja, der wurde vom Geist geholt oder so irgend sowas, ja, das ist natürlich auch ein Thema und wird dann auch so ein bisschen visuell auch dargestellt. Aber das, wie gesagt, das Ende ist auf jeden Fall richtig, richtig gut. Und da saßen viele im Zuschauersaal dann wirklich völlig dann beeindruckt von diesem Ende. Und deswegen möchte ich diesen Film auch empfehlen. Also es ist auch ein bisschen das Ende, was noch so richtig nach oben gezogen hat. Ich glaube, so der ganze Film hätte von mir irgendwie so eine 6,5, aber
so dass sie das zu so einem guten Ende, was heißt gut, also ein sehr schlüssiges Ende, ein sehr, sehr starkes Ende, was in Erinnerung bleibt. Das ist jetzt kein Film, den ich jetzt irgendwie in ein, zwei Wochen wieder vergessen habe, sondern das ist ein Film, der mir gut gefallen hat. Ein typischer Sneak-Film, also den ich vom Titel und von der Story her mir wahrscheinlich so nicht angeschaut hätte, wahrscheinlich noch nicht mal irgendwo kostenlos in einem Stream oder irgendwas, aber ein Film, der sehr, sehr gut gespielt war, gute Darsteller, gutes Drehbuch, ich fand auch die Regiearbeit echt gut. Ich hatte ja schon mal aus der Sneak mal kurz geschrieben, mich wundert es ein bisschen, dass dieser Film nicht für den Auslands-Oscar von Mexiko nominiert worden ist, weil ich glaube, der hätte wahnsinnig gute Chancen gehabt. Ich kenne jetzt den anderen noch nicht, der nominiert worden ist, aber ich glaube, der mit seiner Thematik, mit dem Konflikt Mexiko-USA, mit der Flüchtlingsthematik, mit kriminellen Machenschaften, mit der Trostlosigkeit teilweise des Lebens und auch schönen Momenten, hat auch sehr schöne Momente der Film, ja, hätte durchaus Chancen gehabt für den Auslands-Oscar. Aber gut, man hat den nicht genommen, aber von mir bekommt er auf jeden Fall 7,5 von 10 und vielleicht kannst eine ordentliche Wertung. Ich kann ja mal einen Blick in die Gruppe, hast du gerade offen, was da... Moment, ja, ich habe es eigentlich immer offen. Was die anderen wenn du jetzt sagst, ich, wenn du wenn hab's, es mich darauf ansprichst, dann ich natürlich grad, nicht. Ich habe es gerade offen. Also die schlechteste super, ja. Wertung hat eine Person gegeben mit 2 Punkten. Die nächstschlechteste Wertung hat 5 Punkte gegeben. Der Rest spielt sich zwischen 6 und 8 Punkten ab. Und ach genau, ich sehe gerade, wer die 5 Punkte gegeben hat. Das ist der immer hier dieses Avatar 2 und sowas tippt hier. Also ich weiß nicht, ob man dem viel beimessen kann. Aber gut, die 2 Punkte... ich weiß nicht, also vielleicht, wenn jemand gar nicht connecten konnte mit der Art, wie es gemacht ist, aber ansonsten, ihr seht ja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, so zwischen 6 Punkten und die, also die meisten von der Verteilung her haben auf 8 Punkte gesetzt, also ich ja auch, 7,5, da habe ich halt auch aufgerundet für unsere Gruppe und habe den Film auch weiterempfohlen. Ich hatte erst ein bisschen Bedenken, als der anfing, ich habe mir sogar getippt gehabt und als ich den Tipp abgegeben habe, habe ich gedacht, ach, den sehen mag ich den eigentlich nicht, aber das ist dann wieder so ein typischer Sneak-Film, so, oh, hat mich positiv überrascht, hätte ich nicht gedacht. Verstehen? Ja, und wie lautet denn der Tipp für morgen und sind da schon Hinweise eingegangen? Ah, das muss ich jetzt heute machen, stimmt. Der Tipp für die Sneak 1098 lautet, selten scheint die Sonne. Und ist da schon... was eingegangen? Ja, 2 Tipps sind eingegangen. Einmal Top Gun 2 und dann tippt ein Erik... eine trübe Wolken. Ich hätte fast die trübe Tasse Erik gesagt. Das wäre voll gemein gewesen. Nein, trübe Wolken. Okay. Das ist ein Film mit David Striso. Und da geht es um einen jungen Mann, Paul, der interessiert sich so für diese Lost Places, die es da so gibt. Und eines Tages findet er aber eine Leiche, einen Jugendlichen tot dort. Und mal schauen. Oh. Okay. Und dadurch, dass es ja von Salzgeber ist, also Salzgeber hatten wir ja auch oft in der Sneak Preview gehabt, den Filmverleiher. Könnte sein. Schauen wir mal. Wir werden sehen. Ich tippe jetzt immer nur einen, weil sonst heißt der, oh, der schießt immer mit der Schrotflinte. Ich hätte noch 2, 3 andere gehabt, die da passen könnten. Schießt immer mit der scheiß Schrotflinte. Und es gibt ja manche, die gar nicht tippen, ja, ohne jetzt Namen zu nennen. Na gut, du weißt es manchmal oder musst mithelfen, da kannst du schlecht mittippen. Ja. Aber liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Wenn du 100% Trefferquote haben willst, dann tippe ich gerne mit, kein Problem. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ihr seid aufgerufen, falls ihr zu dem Tipp selten scheint die Sonne einen Hinweis habt, der es eventuell sein könnte, vielleicht... Habt ihr ja irgendwo in der Kinovorschau was gesehen oder irgendwas gehört oder gelesen von einem Film, der da passen könnte, dann tretet mal der Gloria Sneak Stuttgart Facebook-Gruppe bei und postet einfach mal den Kommentar. Das ist ja cool. Ja, wenn da mal ein paar mehr. Das ist ja super. Nicht nur einen, der irgendwelche Sachen tippt, die völlig Banane sind und der andere, der immer Top Gun 2 tippt. Moment, das war eine ganze Zeit lang Avatar 2. Also. Ja, ja. Okay, aber ehrlich sein. Dann sind wir schon durch mit den Kinofilmen der Woche, obwohl die anderen, also der meiner, der war gerade im Kino, den ich noch habe und der Ghostbusters ja auch, der gleich kommt. Deswegen, aber trotzdem, wir haben sie ja zu Hause geguckt, deswegen mal Heimkino. Heimkino. So, dann erzähl doch mal, also Kate hat ja letzte Woche schon mit wahrscheinlich, ohne das gesehen zu haben, mit strahlenden Augen von Ghostbusters Afterlife oder Ghostbusters Legacy berichtet. Nein, natürlich hat sie es gesehen.
ich meine, sie hat mit leuchtenden Augen, die ich natürlich nicht sehen konnte, während sie es berichtet jetzt. Hat, ja. Weil wir ja, verstehst du, Audio, ne? Ja, ja ich stehe manchmal etwas auf dem Schlauch. Das ist, ich brauche halt ein bisschen länger. Ja, es ist früh am Morgen, wo wir aufnehmen hier. Wir sind extra früh um 4 aufgestanden, um hier für euch das aufzunehmen. Damit ich rechtzeitig da bin, gell? genau, Ghostbusters Afterlife Legacy, keine Ahnung, wie er jetzt genau heißt. Nennen wir ihn doch liebevoll Ghostbusters 3, der sich jetzt gerade aus dem Dokument bei mir verabschiedet hat. Es ist die Weitererzählung von Ghostbusters 1 und 2 und zwar nicht mit Melissa McCarthy und das ist sehr, sehr gut. Das ist unfassbar gut. Ich gucke gerade nochmal, wie hieß denn dieser Melissa McCarthy-Film? Brautalarm? Wo die auf der Straße geschissen hat? Na ja, das ist der hieß einfach nur Ghostbusters von 2016. Ach so, den meintest du. Das war einfach ja ein absolut, wie ich damals schon fand, trauriges Remake, völlig relativ unwürdig auch und kann man auch gerne mal nachhören. Und jetzt haben sie sich also hingesetzt und haben gesagt, okay, komm, lass uns noch mal einen schönen Ghostbusters machen und den haben wir vor uns liegen. Ich kann es erstmal gar nicht anders sagen. Es ist ein richtig schön toller Film geworden, der damit anfängt, dass wir ein junges Mädchen kennenlernen, wie es eben auch mal sein kann oder sein sollte. Und das, die wird gespielt von hier, wie heißt sie? Phoebe ist es, ne? McKenna Grace. Richtig? Oh, ich weiß gerade nicht, aber... Da Erik ist super vorbereitet, wie man sieht. Nee, also du fragst mich hier so spontan nach Namen hier. Ja, es ist McKenna Grace. Und die lebt zusammen mit ihrem Bruder Sigourney Trevor, Weaver. Sigourney Weaver. Ja, genau, Sigourney Weaver spielt das junge Mädchen. also mit ihrem Bruder Trevor, gespielt von Finn Wolfhard. Den haben wir aber jetzt auch schon in ein paar Filmen gesehen. Also McKenna Grace haben wir auch in ein paar Filmen schon gesehen in... Gifted zum Beispiel, der sehr toll ist. Tonya hat sie mitgespielt. Young Sheldon hat sie mitgespielt in der Serie. In Fuller House hat sie auch mitgespielt. In Annabelle 3. Finn Wolfhard breites Spektrum. Ja, ja. Finn Wolfhard kennt man aus Stranger Things. Stranger Things. Die leben zusammen mit ihrer Mutter, mit Kelly, gespielt von Carrie Coon, leben sie in einem kleinen Apartment und sie ist so voll die Tüftlerin. Er ist halt der typische 15-jährige Teenager mit all seinen 15-jährigen Problemen und die sind komplett broke, komplett pleite, fliegen raus aus ihrer Wohnung und haben allerdings zu dem Zeitpunkt das Glück, in Anführungszeichen, dass sie gerade was geerbt haben und zwar ein Stück Land mit einer kleinen Farm von Kellys Papa, mit dem sie allerdings nicht so wirklich eine Verbindung hatte und den die Kids auch nicht wirklich kennen, den Opa. Und dieser Papa ist eben Egan Spengler. Man kennt ihn ja noch aus hoffentlich den alten Ghostbusters-Filmen. Und da geht bei mir schon die Stimme zu, wenn ich nur dran denke. Da krieg ich schon Kloß im Hals, ey. Egan ist der verrückte Wissenschaftler aus den Ghostbusters-Filmen. Der Schauspieler ist ja leider nicht mehr unter uns. Harold Ramis, danke. Mensch, Erik, du bist mir keine Hilfe heute Morgen. Ich glaube, Erik Schleffner, also Harold Ramis ist leider schon verstorben. Also von Dr. Egan Spengler. Und sie ziehen dann dorthin in dieses kleine Städtchen und ja, das ist halt ein ziemlich verschlafenes Nest, da passiert nicht viel, da bebt ab und zu mal die Erde. Aber ansonsten passiert da nicht viel. Während sich Trevor dann in der lokalen Burgerbude bewirbt und einen Job annimmt, um näher an Lucky zu sein, an Sylvester Connor gespielt, weil er die total bezaubernd findet, Teenager eben, fängt er da in der Burgerbude an und Phoebe darf weiter in die Schule gehen, in die Sommerschule, wo eigentlich nur
Freaks unterwegs sind, wie es ihr neuer Freund Podcast so schön sagt. Kim spielt Podcast. Warum heißt du Podcast? Ja, ich habe mich selber so genannt, weil ich Podcasts aufnehme. Super. Das heißt, Eriks neuer Spitzname von Flat ist jetzt nicht der Flat, sondern Podcast. Wäre ich voll dafür. Und unterrichtet werden sie in der Sommerschule von Paul Rudd. Sehr gut. Und das ist einfach schon überragend, weil Paul Rudd als Lehrer überhaupt gar keinen Bock auf die Sommerschule hat und einfach irgendwelche Filme, VHS-Videokassetten. Aber was für welche? Also der will dann nicht etwa irgendwie Club der Toten Dichter oder sowas als Film, sondern da kommt wirklich Chucky oder sowas. Ja, da läuft Chucky. Oder hier dieser Zombie-Hund. Stellt euch einfach vor, Beethoven Kuyo. Auf irgendwie. Kuyo, genau. Ja, also super, super herrlich, weil wir die Kids halt einfach auch nur dranhocken und sich berieseln lassen. Währenddessen wertet er Daten aus von diesen Erdbeben und Phoebe guckt sich das auch mal an und die beiden kommen ein bisschen ins Gespräch und ja, man stellt fest, okay, irgendwie läuft da was schief hier, bis man eben feststellt, es hat nichts mit Plattentektonik zu tun, es hat nichts mit Vulkanen zu tun, warum die Erde bebt, sondern es ist tatsächlich ein Portal, das sich mal wieder geöffnet hat und ja, das dieses Portal natürlich jede Menge Geister in sich trägt, sollte klar sein. Und das ist jetzt schon der Punkt, wo ich echt aufpassen muss, dass ich nicht zu viel verrate. Also ich finde es einfach schon großartig, wie es anfängt, weil es fängt ja wirklich auch damit an, dass Janine Melnitz, also Annie Potts spielt nochmal Janine Melnitz, das ist die Sekretärin von den alten Filmen, die überreicht die Schlüssel für die Farm und alles, was schon großartig ist, wo ich schon das erste Mal so, yay, dran saß. Es geht halt dann wirklich munter so weiter, dass hier man auf der Suche ist, warum die Erde bebt und es stellt sich raus, das kann ich glaube ich noch verraten, dass Goza zurück ist. Goza möchte nämlich wieder auf die Erde. Und diese Truppe von Jugendlichen, von Jüngeren, macht sich eben auf, all das zu erforschen in ihrem jugendlichen Leichtsinn findet Trevor in der Scheune tatsächlich ein Auto. Das sieht man nämlich auch schon im Trailer, das ist mir gerade eingefallen. Das darf man nämlich verraten. Und dieses Auto ist Ecto One. Und das ist so das nächste Mal, wo du denkst so, ach, wie schön ist das denn? Der alte Ecto One ist wieder... Und es ist einfach so großartig, weil mit dem fahren sie dann rum und dann passiert es natürlich, wie es passieren muss. Geister kommen in die Stadt. Ja, sehr schön. Sehr schön. Und die müssen dann bekämpft werden. Warum genau diese Farm, was da dahinter steckt, was da überhaupt noch passiert, das wäre jetzt echt zu viel verraten schon, oder? Erik, jetzt mal ganz im Ernst. Nee, das verraten wir nicht. Also mittlerweile kann es ja jeder irgendwo gucken. Es gibt ja jetzt. Das wäre echt gemein. Ich sag nur so viel. Also, Gastauftritt von J.K. Simmons, den fand ich sehr lustig. Den fand ich wirklich super lustig. Und insgesamt hat mir dieser Film extrem gut gefallen. Es ist sehr viel Fanservice drin. Es ist weitererzählt. Es ist logisch weitererzählt. Die Mini-Marshmallow-Männchen sind mega lustig. Das ist total witzig und schön gemacht. Es ist herrlich zu sehen, wie du mit Paul Rudd nicht nur einen begnadeten Schauspieler hast, sondern auch einen, der, und das unterstelle ich ihm jetzt einfach, ich weiß es nämlich nicht sicher, der, glaube ich, auch einfach Bock hatte auf Ghostbusters und da was machen wollte, weil er einfach, so schätze ich ihn auch ein Fan der alten Filme war. Ja, ich glaube, der mag das auch so eine Mischung aus bedrohlichen, gruseligen Sachen und Humor. Also ich glaube, das ist immer so sein Ding, finde ich. Das hat man auch schon in anderen Filmen gesehen. Ja, sehe auch bei Ant-Man und sowas. Ja. Das ist ja auch so. Aber also einfach richtig, richtig cool. Es ist so cool gemacht. Es sind so viele Retro-Momente einfach drin. Es ist Aufbau von einer neuen Generation. Es ist viel Fanservice und es ist mit. Und das habe ich euch ja oder dir auch schon geschrieben, Erik. Es ist so wirklich, du merkst, dass da Herzblut drin steckt. Du merkst, dass da drin steckt, okay, wir wollen jetzt nicht hier, ich bin Melissa McCarthy, ihr Mann, und habe lustige Filme gekauft und meine Frau macht jetzt hier die Rolle. Es ist arg gemein und arg überspitzt wahrscheinlich auch gesagt, aber trotzdem.
Und wir machen jetzt einen lustigen Ghostbusters-Film und melken diese Kuh nochmal und pressen noch ein bisschen was aus der Franchise raus. Und das ist es in meinen Augen eben dieser für mich Afterlife Legacy, der offiziell dann dritte Teil für mich, ist es einfach nicht. Die pressen da nichts raus. Jason Reitman, der das Drehbuch geschrieben hat, der, also, ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Es ist so toll. Es ist einfach so toll. Mir hat es so viel Spaß gemacht. Ich könnte den nochmal gucken und wahrscheinlich noch ein paar Sachen entdecken. Es ist so wirklich mit so viel Hingabe gemacht, mit so viel Detailliebe. Klar verliert sich der Film auch manchmal. Klar sind da auch logische Fehler drin, um Gottes Willen. Ich wäre entsetzt, wenn der komplett top logisch und auch komplett nachvollziehbar wäre. Es geht um Geisterjagd. Klar sind da logische Fehler drin. Ja, aber es geht eben um Geisterjäger. Und spätestens, wenn sie dann feststellen, oder wenn Phoebe feststellt, wer ihr Großvater war, und sie dann mal im Internet bei YouTube gucken nach alten Videos und dann halt wirklich die Sachen von den Geisterjägern von damals kommen. Also spätestens in dem Moment, wenn man die alten Filme mochte, hat der Film einen. Und zwar komplett. Hm. Und also so ging es zumindest mir. Und ich kann es jedem echt nur empfehlen, da reinzuschauen. Weil man muss nicht unbedingt die alten Filme kennen. Man kann ihn tatsächlich auch schauen, ohne dass man die Originalfilme kennt. Nur, das macht natürlich mehr Spaß, viel mehr Spaß, wenn man. Ja, es macht aber unfassbar mehr Spaß. Aber wer kennt die alten Filme nicht? Also zumindest den 1984er, den ersten Ghostbusters, wer kennt die nicht? Also ja, irgendwo lief der doch immer mal im Fernsehen. Der lief bestimmt irgendwo mal. es ist einfach so schön. Es ist einfach mit so viel genau auch. Und was ich halt absolut auch nochmal, also wirklich sagen muss, diese Art von Humor, die schon die ersten Ghostbusters mit sich gebracht haben, ist komplett drin. Es ist drin dieser kleine, aber feine Horrorfaktor, den man nicht abstreiten kann, weil ein paar Szenen dann doch schon eher so hui sind. Und wenn ich da an damals denke, an die 80er Jahre oder wie das da dann abging, mit okay, das ist doch ganz schön gruselig, was da passiert. Es ist so cool. Es ist so schön gemacht. Es ist so eine Anlehnung in die Neuzeit transportiert auch, was schon mal extrem gut ist. Und es ist gelungen vor allem. Das ist ja was ganz oft nicht wirklich gelingt. Es gelingt wirklich, den Film in die Neuzeit reinzubringen. Und der Humor ist da. Die Schauspieler sind für mich perfekt gecastet. Wirklich absolut perfekt gecastet und hingestylt. Und die Musik dazu. Also, jetzt mal ohne Witz, die Musik dazu war so passend zu Ghostbusters 1 und 2. Das hat wirklich wie Arsch auf Eimer. Also ich kann es nicht anders sagen. Oder Erik? Echt, ja, nee, hat wahnsinnig gut gepasst. Ich weiß gar nicht, wir hatten ja jetzt eine Sache, ich hatte ja mal in unserer WhatsApp-Gruppe geschrieben, ich finde, es hat so ein bisschen Parallelen mit dem Reboot von Star Wars, das Erwachen der Macht quasi. Da wird so auch so dieser Fanservice, ich will es jetzt mal nur am Beispiel von Star Wars, ich glaube, den hat jeder gesehen, da kann man vielleicht ein bisschen was spoilern. Es fängt halt so mit dem an, werden neue Personen aufgebaut und dann kommt so peu à peu, man sieht mal ein bisschen was im Hintergrund, dann kommt mal da jemand und dort jemand von den alten Sachen, die man kennt und dann kommt mal R2-D2, das war halt hier der Ecto One, weißt du, und der wird dann repariert und so und geht dann wieder und so, weißt du, das ist. Und dann so peu à peu bis hin zu, jetzt will ich nicht verraten. Okay, aber es steigert sich halt immer mehr und immer mehr und es kommt halt immer mehr Fanservice mit rein. Aber es wird halt am Anfang Wert gelegt auf die neuen Personen erstmal, die ordentlich einzuführen. Jetzt nicht so holter die Polter und jetzt müssen wir noch schnell da noch. Die sind da und fertig. Und ja, genau, sondern ja, die kriegen ihre eigene Geschichte und die sind auch so dargestellt, dass man mit denen irgendwie connecten kann. Man findet die cool, man findet die nett. Und es war dann sogar so ein Punkt, wo ich dachte, ja, eigentlich, selbst wenn sie jetzt gar nichts bringen, weil es kommt ja eine ganze Zeit eigentlich gar nichts von dem Alten, ne? Da habe ich gedacht, okay, selbst wenn es jetzt so weitergeht, es wäre ein toller Film, hätte ich gedacht, ne? Aber dann kam halt das immer noch und dann war noch die Sahne auf der Kirsche, auf der Torte und die Kirsche auf der Sahne nochmal obendrauf und so. Und da dachte ich, oh, richtig gut, ne? Ich habe mich so gefreut, bis hin zu den Post-Credit-Scenes, die dann auch nochmal richtig gut sind. Ja. Also auf jeden Fall, oh, ja, wenn ihr den Film auf einen der Portale oder sowas klickt, dann kommt ja manchmal, also manche Portale wissen, dass da noch was kommt, die blenden dann noch nicht hier diesen anderen Bildschirm ein, was wollen sie jetzt gucken, sondern
Also ansonsten müsst ihr da mal wirklich das wegklicken, dass ihr den Abspann sehen könnt, weil da kommt noch ein bisschen was. Und das ist auf jeden Fall wert, das noch zu sehen. So viel dazu. Also tolle Unterhaltung, also auch für zu Hause. Wir haben den ja zu Hause geschaut, wir haben es ja eigentlich ins Kino geschafft. Und ja, leider, das ärgert mich so brutal. Also jetzt, das ist wirklich was, wo ich richtig hinterher traue, dass ich da nicht ins Kino geschafft habe, weil der Film wäre es wirklich wert gewesen. Der hätte es auch verdient. Ja, aber irgendwie war da einfach zu viel gerade in der Zeit, ne? Und es ging gerade wieder los, glaube ich. Ja, also von mir auch 9 Punkte. Und wenn ihr die definitive 9 Punkte. Genau, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wenn ihr die Möglichkeit habt und den gern sehen möchtet, dann leiht ihn euch mal aus, dann kriegt die Filmfirma da auch noch ein bisschen Geld. Denn ich habe nämlich gelesen, dadurch, dass ja dieses verhauene Reboot mit den Damen, dadurch, dass der ja zu einer in Anführungszeichen normalen Zeit im Kino lief, steht der nämlich momentan fast immer noch besser da als der jetzt hier, ne? Von dem Einspielergebnis her. Und das kann ja wohl nicht wahr sein. Also da muss ich was tun. Ja, nicht, dass die sagen, ja, cool, okay, der andere hat besser performt, wir machen mal einen neuen mit Melissa McCarthy noch. Ja, okay. Dann sind wir durch mit Ghostbusters. Und ich habe ja noch einen Film gesehen. Ich hätte vielleicht mal einen Schluck trinken sollen, bevor es jetzt losgeht. Das mache ich jetzt gleich mal. So, wir hatten letztens, ist noch gar nicht lange her, hatten wir in der Filmvorschau den Film Blackbox, Gefährliche Wahrheit, einen französischen Thriller, der mich doch ein bisschen interessiert hatte. Und als ich jetzt gesehen habe hier nachdem ich hier Ghostbusters geschaut hatte im Sky Store, ne, habe ich gesehen, den gibt's, weil irgendwie ist er da aufgeploppt und ja, okay, dann leih ich mir den mal aus. Und ja, der Name Blackbox sagt ja schon, es hat irgendwas mit Flugzeug zu tun, weil das kennt man ja, das ist diese Kiste, die in einem Flugzeug so speziell gesichert ist, damit die einen Absturz überleben soll. Und wenn man die findet, kann man dann analysieren, was ist da passiert. Das sind meistens die Sachen vom Voice Recorder. Datenschreiber. Ja, genau. Aber auch die Sachen vom Voice Recorder, von den Gesprächen zwischen Pilot, Co-Pilot und die Durchsagen und so weiter sind damit enthalten als Audio-File und eben die Flugdaten, wie du gesagt hast, genau. Und wir lernen einen jungen Mann kennen, den Mathieu, und der, ich würde nicht sagen, dass der autistisch ist, aber der hat so eine besondere Fähigkeit, dass der wirklich ein wahnsinnig gutes Gehör hat. Also wir sehen ihn dann, da haben sie so eine Ermittlung, da gab es einen Hubschrauberabsturz und da hört er direkt raus, dass sich da irgendwie die Drehzahl oder irgendwas geändert hat oder gab es an einem bestimmten Punkt, gab es da irgendwie so ein Geräusch, was die anderen alle nicht gehört haben, denn die bekommen halt auch häufig in dieser Flugsicherheitsbehörde in Frankreich, bekommen die häufig mal so Handyvideos geschickt von irgendwelchen, wenn da ein Flugzeug abgestürzt ist bei irgendeiner Flugshow oder da ein Hubschrauber zum Beispiel abgestürzt ist, der gerade irgendwelche Leute transportieren sollte, und da gibt es halt dann keinen Flugschreiber in dem Sinne, sondern eben diese Handyvideos, die jetzt heutzutage überall gibt es ja Leute, die irgendwas filmen, gerade wenn irgendwas startet oder so. Und da hört er das halt richtig gut raus und eckt da auch so ein bisschen bei seinen Vorgesetzten an, weil er teilweise die Vorgesetzten so ein bisschen überstimmt. Die wollen halt manche Fälle einfach so abtun. Die sagen, okay, das ist jetzt offensichtlich, man sieht es im Film, was da passiert ist, und da ist das und das passiert und da ist jetzt gab es nur 3 Tote oder so, da brauchen wir jetzt keine großartige Untersuchung starten, die viel Geld kostet, so. Und er eckt dann halt immer ein bisschen an und sagt, ja, Moment, ich glaube, da gab es hier ein technisches Problem, weil da war hier irgendwie an dem Punkt das und das Geräusch und so, das deutet auf das und das hin und so. Also er ist da ein richtiger Nerd mit besonderen Fähigkeiten und fand ich extrem gut gespielt von Pierre Niney, heißt der Schauspieler. Und der wird dann so ein bisschen ins Abseits gestellt, weil er da bei den Vorgesetzten aneckt, und dann gibt es aber ein großes Flugzeugunglück. Da ist nämlich ein Flugzeug unterwegs von Dubai nach Paris und das stürzt über den Alpen ab. Und da sind am Anfang so Parallelen, das wird auch im Film genannt, zu diesem furchtbaren von dieser Germanwings-Maschine, damals in Pyrenäen oder so, die da aus Barcelona kam, wo auch so die Schulklassen drin waren und so, ganz furchtbar. Und ja, die Ermittler kommen an einem bestimmten Punkt nicht weiter. Und dann reaktivieren sie ihn dann doch wieder, der sich dann da reinfuchst in den Fall. Und er
entdeckt dann halt wirklich auch Sachen, die auch sehr gefährlich für ihn werden. Ja, er analysiert dann halt sehr genau und findet halt Sachen raus und ermittelt dann auf eigene Faust, auch als er dann wieder so ins Abseits gestellt werden soll. Und er legt sich dann auch mit höchsten Stellen an. Und ja, ich will mal nicht so viel verraten. Es war so ein Ermittlungsfilm, so ähnlich wie bei so Gerichtstramen oder sowas, hier Vergiftete Wahrheit oder sowas. Sowas mag ich ja immer ganz gerne, wenn das so nicht ganz so actionreich ist. Hier ist natürlich auch, gibt es diverse Action-Szenen dann auch drin und auch die Auflösung dann fand ich schlüssig. Das ist ja dann gerade bei solchen Sachen dann immer so, wo man sagt, ach, das war jetzt, also jetzt haben sie ja ein Kaninchen aus dem Hut gezaubert, damit konnte ja niemand rechnen oder so, sondern hier ist es so, die Auflösung ist durchaus schlüssig und der Weg bis dahin hat mich echt gefesselt, das mit anzuschauen. Ist auch gut gespielt. Ich fand es auch sehr gut gedreht. Es sah vom Look her aus wie irgendein moderner amerikanischer Film, also dass der wirklich in Frankreich mit doch etwas weniger finanziellen Mitteln, die ja die französische Filmindustrie hat, gegenüber der amerikanischen, hätte ich jetzt nicht gedacht. Also waren gute Effekte drin, gutes Set-Design und die Schauspieler fand ich echt cool und die Ermittlungsarbeit war schlüssig und nachvollziehbar. Mir hat der Spaß gemacht. Wenn euch sowas interessiert, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, dann gibt es jetzt auch zum Leihen für 4,99 € bei den diversen Plattformen oder einfach dann warten. Ich glaube, nach einer gewissen Zeit kommt er dann auch ins normale, kostenlose Paket von den diversen Online-Stream-Anbietern oder halt auf Sky wird er dann irgendwann, denke ich mal, laufen. Also mir hat er echt Spaß gemacht. Und was habe ich hier für eine Wertung? Muss ich mal kurz gucken. 7,5 von 10, ja, doch. So kann, viel? Kann ich, ja, ich, für mich war das was. Ich weiß nicht, ob es für jeden was ist, so ein Ermittlungsfilm. Aber für mich war der was, ja. So mit Flugzeugen und Avionik und so weiter. Das ist schon, und das ist auch die, na, ich will nicht zu viel verraten. Also die Auflösung, ähnlich wie bei dem Bus 670, gerade dann, ja, wie es dann aufgelöst wird, schon ziemlich in Ordnung gemacht und ziemlich nachvollziehbar, deswegen die Wertung. Okay, dann gucken wir mal, was jetzt noch so Neues anläuft. Ich habe schon so ein, zwei Vermutungen, nämlich das mit dem Bus und Moonfall. Mal gucken, ob das stimmt. Und mal schauen, was in den Kinocharts ist. Kinocharts und Neustarts. Auf Platz 5 in Stuttgart, Spider-Man No Way Home. Jetzt so langsam auf dem Weg nach Hause. Ja. Ja, aber der läuft ja auch schon seit Weihnachten. Also, ne? Da muss man auch mal überlegen, der hat sich jetzt so lange gehalten. Auf Platz 4, Licorice Pizza, hatten wir letzte Woche in der Sendung, hat der Erik sehr gefeiert. Ja, freue ich mich, dass der jetzt auch, ich glaube, letzte Woche war der auf 5 und jetzt auf 4. Ich habe ihn auch, ich bin nicht müde geworden, den weiter zu empfehlen, auch im Kollegenkreis auf Arbeit und so. Und ja, also absolut empfehlenswerter Film, muss man im Kino gesehen haben, auch wenn es jetzt vielleicht nicht das Science-Fiction-Bombast ist oder sowas, aber da sind einfach so tolle Bilder drin. Also jeder, der sich so für Kinofilme und für die Art und wie es gedreht ist, im Kino anschauen, 35mm Film, egal wie groß der Fernseher zu Hause ist, es wirkt nicht, das ist nicht genauso. Also geht ins Kino. Platz, wo sind wir? 3, House of Gucci, der neue Ridley Scott Film. Ridley Scott hat ja letztes Jahr 2 Filme rausgebracht. House of Gucci, der läuft echt lange im Kino und The Last Duel, den man ja auch auf Disney Plus sehen kann. Ja. Okay. Auf Platz 2 ein Film, da geht es um uns, der heißt Wunderschön. Mhm. Hatte ich ja mal für die Sneak getippt gehabt, kam ja aber dann doch nicht. Ja, aber ich glaube, der wird gut beworben und gut besprochen. Ich glaube, der wird sich auch noch eine Weile halten. Und auf Platz 1 Sing, die Show deines Lebens, also Sing 2. Ja. Ich habe auch mal meinen Kleinen gefragt, worum es da ging. Ich habe gesagt, also im Teil 1 ging es ja darum, dass die da so ein Theater, so ein altes Theater übernommen haben und eine Show auf die Beine stellen mussten, um dieses Theater zu retten. Und hier im neuen Film geht es darum, dass sie irgendwie, hat der eine sich verquatscht, dass sie da irgendwie nach, ich glaube, Las Vegas oder sowas und haben gesagt, hey, wir haben eine tolle Show und so weiter, können wir bei euch eine Aufführung machen? Und dann sagt er, ja klar. Und dann haben sie aber keine Show und dann müssen sie auch wieder, also es ist ungefähr wahrscheinlich dasselbe wie im ersten Teil. Aber ich glaube, sie haben es hier besser gemacht, weil der erste Teil, den fand ich ja dann doch ein bisschen tröge, da war sehr viel infantiler Humor drin und so. Ich glaube, den haben sie besser gemacht.
Zumindest das, was ich gehört habe. Ich möchte noch ganz kurz hier schauen in die US-Charts. Da ist, was haben wir da? Oh, da ist sogar Ghostbusters Afterlife noch im Kino auf Platz, was ist das? Die 7. Licorice Pizza ist auf Platz 8. Zu Recht. Nee, Entschuldigung, die 9 und die 9 und die 8 war es. Also Ghostbusters auf 8 und Licorice auf 9. Spider-Man No Way Home dort auch auf Platz 1 mit einem Einspielergebnis insgesamt von 735 Millionen in den USA. Scream auf 2, Sing 2 auf 3, Redeeming Love. Was ist das? Redeeming Love. Wie heißt denn der auf Deutsch? Gibt es noch gar keinen Titel. Mit Abigail Cohn. Von DJ Caruso. Mit Famke Janssen. Okay. Mal schauen. Und warte mal, ich hatte hier noch, ach genau, hier die Latest Dailies habe ich auch. Und zwar die neuesten Einspielergebnisse vom Freitag. Da ist Jackass. Der neue Jackass-Film führt da in den USA mit 9,6 Millionen. Okay. Und ich bin ein alter Jackass-Fan, also ich habe das damals immer geguckt auf TV und der Trailer hat mich echt ein bisschen gehypt. Also, ob ich da jetzt ins Kino gehen würde, weiß ich nicht, aber den muss ich auf jeden Fall sehen. Ich habe also sogar den. Ja, ich komme da wahrscheinlich auch wieder nicht drum rum, dass ich den anschaue. Also, keine Ahnung, ich weiß nicht warum, aber es ist so kaputt immer. Ich liebe das irgendwie. Hast du den Trailer gesehen, wo die da so... Ja. Okay. Ja. Also das heißt... Irgendwann ist man doch auch zu alt für den Scheiß, aber irgendwie macht es Spaß. Ich weiß auch nicht. Was ich da nur erwähnen wollte, deswegen wollte ich das ansprechen. Also Jack ist natürlich jetzt gerade erwähnt auf Platz 1 mit 9,6 Millionen. Auf Platz 2 ist Moonfall mit 3,4. Und eigentlich hätte ich erwartet, dass es umgedreht ist. Deswegen, ich drücke mal Roland Emmerich alle Daumen, dass das Ding noch durchstartet. Ja, es wäre sonst schade, für wenn... Für Jackass gilt übrigens nach wie vor, don't try this at home. Ja. Unbedingt, aber es machen ja trotzdem noch viele bekloppte Leute. Ja, natürlich. Also um den Satz nochmal zu Ende zu führen, also ich hoffe mal nicht, dass das Thema Katastrophenfilm vielleicht jetzt dann zu Ende ist, wenn jetzt der Film floppt oder so, wie es manche Zeitungen schon geschrieben haben. Dann, also nicht geschrieben haben, dass der floppt, sondern gesagt haben, okay, das ist jetzt so die letzte Chance für so einen Katastrophenfilm. Wenn der jetzt schief geht, dann werden keine weiteren mehr kommen. Mal gucken. Okay, was läuft jetzt an? Wir haben es schon erwähnt, auf Nummer 1, denke ich mal, von den Leinwänden her in Deutschland, Moonfall, der neue Film von Roland Emmerich, wo der Mond auf Kollisionskurs mit der Erde ist. Ja, dann läuft an Marry Me, verheiratet auf den ersten Blick. Romantische Komödie mit Jennifer Lopez als Popstar. Oha, die bei ihrer Live-TV-Hochzeit einen anderen heiratet und Gefühle für ihn entwickelt. Der andere ist, glaube ich, Owen Wilson, kann das sein? Ich habe den Trailer schon gesehen, ja. Das heißt, Jennifer Lopez, naja, Owen Wilson, ach cool. Aber ich weiß nicht, ob es wirklich was Neues ist, also... Der hat eine süße Szene, die auch im Trailer kommt. Also sie ist dann bei dieser Live-Show und da ist irgendwas und dann sagt sie so, also da ist eine Riesenmenge von Leuten und dann sagt sie so, ey, irgendwie so nach dem Motto, ja, mich will ja keiner rein. Oder findet sich hier jemand, der mich heiraten will? Und Owen Wilson, der ist gerade irgendwie mit jemandem dort auf dieser Veranstaltung. Mit seiner Tochter im Konzert. Ja, mit seiner Tochter und er meldet sich irgendwie gerade, weil er irgendwie ein Bier bestellen will oder irgendwie jemand durchkommt. und hat da so, na, ja, sieh da. Und, also, das sieht wieder so aus nach, oh, ich weiß nicht, wahrscheinlich sehr, sehr schmalzig und so. Ja. Mal gucken. Tod auf dem Nil läuft noch an. Quasi, es gab ja den Mord im Orient Express Film letztens von Kenneth Branagh und jetzt machen sie noch die nächste Agatha Christie Verfilmung, Tod auf dem Nil. Ich glaube, das wird... Ja, mit Gal Gadot, ne? Ja, ich glaube, das wird wieder ganz gut performen in den deutschen Kinos, schätze ich mal, weil der Orient Express lief ja auch ganz gut. Dann läuft an Kimi, ein Thriller mit Zoe Kravitz als Frau, die unter Agoraphobie leidet und ihre Wohnung verlassen muss, um ein Verbrechen aufzuklären. Ja, man sollte vielleicht noch erwähnen, das ist der neue Steven Soderbergh-Film und der Trailer sieht gar nicht mal schlecht aus und ich glaube, der wird auch ganz gut sein. Hätte ich ein bisschen gehofft auf eine Sneak Preview. Mal schauen, also das soll so ein vielleicht bisschen... Vielleicht noch zur Erklärung, was Agoraphobie ist, Panikstörungen. Also
In dem Trailer ist es so, sie traut sich nicht so recht aus dem Haus und beobachtet dann halt durchs Fenster. Das wirkt so ein bisschen Hitchcock-mäßig wie Fenster zum Hof und so. Und sie sieht dann auch so ein paar Dinge und ja, ich fand den Trailer eigentlich ganz ansprechend. Ich hatte so ein bisschen auf eine Sneak gehofft, aber ja, mal gucken. Vielleicht habe ich ja morgen oder haben wir ja morgen noch die Chance für die Sneak Preview. Und Steven Soderbergh, ja, hat in letzter Zeit immer so schwankende Qualität abgeliefert. Ich hoffe mal, dass es wieder ein guter ist. Der nächste Film klingt auch interessant, wäre was für die Sneak gewesen. Love, Sex and Pandemic, ein polnisches Drama, in der vier sexsüchtige Personen mit der einkehrenden Corona-Pandemie ihren Lebensstil ändern wollen. Tja, keine Ahnung, habe ich noch nichts davon gehört. Super, ja. Dann läuft noch an, was geschah mit Bus Nummer 670? Wer da Interesse hat, wert drüber zu wissen, der spult nochmal an den Anfang der Folge zurück und hört einfach, was der Erik dazu zu sagen hat. Der hat ihn nämlich sehen dürfen. Jo, definitiv. Habe ich mich sehr gefreut. Also wird bestimmt in Innenstadtkinos irgendwie im Laufen oder im Cinema oder so. Und ziemlich empfehlenswert für jemand, der jetzt nicht den neuen Emmerich Actionkracher sehen will. Okay, was haben wir noch? Das ist ein Reisefilm, was ist denn? Dokumentarfilm. Und was ist das? Dilberay? Regie? Dilberay. Regie hat Ketche geführt. Ist das ein türkischer Film, oder? Mit Nursel Köse, Büsra Pekin, Tuncer Salman und Ketche. Dilber wechselt schon so aus, anatolischen Volksliedern auf. Ihre Kindheit ist von ihrem missbräuchlichen Vater. Drama und wenn man das Poster dazu anschaut, dann sieht es schon wirklich aus wie Drama. Also ein türkisches Drama, wo eine sehr viel Gewalt erfahren hat in ihrem Leben durch ihren Vater und später durch ihren Ehemann. Und sie nimmt dann an einem Gesangswettbewerb teil bei TRT Radio und kommt dann halt dadurch ein bisschen, kriegt dann Fame und so weiter. Und auf den Brettern der Welt trifft sie auch ihre große Liebe Ibrahim. Zum ersten Mal in ihrem Leben ist sie wirklich glücklich. Ich glaube, damit haben sie eigentlich schon den ganzen Film gespoilert, schätze ich mal. Hier in der Inhaltsangabe, aber ja, ich glaube, es klingt doch ganz, ganz okay. Wahrscheinlich ist sowas noch besser geschrieben als dieser Film mit Jennifer Lopez und so. Mal schauen. Okay, dann habe ich eine kleine News hier. Bam! News. Und zwar, ich bin ja, dadurch, dass ich in Gera aufgewachsen bin in Thüringen, bin ich immer noch so ein paar Facebook-Gruppen. Ja, es gibt noch Facebook, wir Boomer nutzen Facebook. und zum Beispiel, was weiß ich, Gera, unsere Stadt oder irgend sowas. Und da sind jetzt immer sehr häufig Postings drin, nicht nur von Impfgegnern, sondern auch von welchen, die Dreharbeiten beobachten. Denn es finden gerade Dreharbeiten statt in Gera. Und zwar, genauer gesagt, für die sich auskennen, Gerhard Debschwitz, für eine Miniserie über den ersten schwarzen Polizisten in Ostdeutschland, den es wirklich gab. Also eine Biopic-Serie. Und zwar heißt die Sam, ein Sachse. Und zwar soll in Gera das Dresden nachgestellt werden. Und wahrscheinlich, Gerhard Debschwitz hat man da ein paar gute Orte gefunden. Und die Postings, die Fotos, die man da sieht, die sehen schon extrem gut aus, also gut nachgebildet. Also haben sie so eine alte gelbe Telefonzelle, die kennst du ja auch noch, ne? Und dann haben sie so ein Geschäft, da gibt es halt so ein Zeitungsgeschäft, da haben sie wirklich noch die alten Zeitungen, so mit Bravo und Praline und sowas. Die ist damals halt so. Was Praline? Ja, weiß ich auch nicht. Schlüsselloch, keine Ahnung. Coupé. Das ist ein Auto. Da wird quasi die Lebensgeschichte von Samuel Mephire erzählt. Der war der erste schwarze Polizeibeamte im Zuge einer Fotokampagne, wurde er Anfang der 90er Jahre zur Mediensensation und rutschte aber kurze Zeit später selbst in die Kriminalität ab und landete hinter Gittern. Und die Miniserie erzählt seine bewegte Lebensgeschichte. Die Episoden werden als Star Original, also das werden wir dann wahrscheinlich auch irgendwie auf Sky oder auf Amazon Prime, die haben ja den Star Channel, glaube ich, drin, von Tyron Ricketts produziert, der hat zum Beispiel Russendisco produziert und von Jörg Winger, der hat die Serie Deutschland 83 produziert und
Da steht hier noch ein Satz drin, der mich sehr interessiert. Zugleich dürfen sich ZuschauerInnen auf einen waschechten deutschen Hip-Hop-Soundtrack freuen. Oh, das finde ich ja, also ich weiß nicht, was die dann so, ob die dann so aus der Zeit genommen haben, vielleicht so von Piranha oder sowas oder weiß nicht, da gab es ja echt coole Dinger oder von der, wie ist denn die Chemnitzer Crew da? Mal schauen. Bin ich echt gespannt, wenn da vielleicht sogar regionale Künstler, also das bin ich schon ein bisschen gehypt und auch die Fotos, die sehen extrem cool aus. Ich habe keine Ahnung, wie ich das verlinken könnte. Ich werde einfach mal die Gruppe in den Shownotes verlinken und da müsst ihr aber beitreten, wenn ihr wollt. Und ich glaube, man kann die Fotos auch sehen, ohne beigetreten zu sein, genau. Dann könnt ihr mal die Fotos von den Dreharbeiten sehen. Da sieht man auch den Lichtwagen und alles Mögliche und wie die das drehen und wie die das Haus wieder gemacht haben. Das war, glaube ich, ein altes Industriegebäude, wenn ich mich recht erinnere. Sehr schön. Nur mal so als Hinweis, ich werde das auf jeden Fall beobachten. Ich werde dann Bescheid sagen, wenn das da losgeht. Und jetzt sind wir ja schon fast beim Thema Serie, aber ja, gehen wir in die Serien rein. Serien. The Book of Boba Fett. Bin heute ich der Dingsen, oder? Nee, Book of Boba Fett, können wir ja zusammen, da müssen wir, glaube ich, einen Spoiler-Tag machen, oder? Was meinst du? Sicher. Ja. Achtung, Spoilerwarnung. Spoilerwarnung, die neue Folge Book of Boba Fett. Was war denn das mal wieder, ey? Das war ein Brett auf Boba Fett. The Brett of Boba Fett. Aber der Hammer. Also ich fand das richtig cool. Wir haben ja letzte Woche darüber gesprochen, wie das jetzt wohl weitergeht, ob jetzt die Mando-Geschichte weiterverfolgt wird oder. Und ja, die Mando-Geschichte wird ja tatsächlich ein Stück weiterverfolgt. Aber ich finde, eigentlich alles wird weiterverfolgt. Und ich finde, das ist gerade das, was diese Serie The Book of Boba Fett einfach ausmacht. Weil ein Buch einfach auch andere Kapitel haben kann und auch Nebenstränge mal erzählen kann. Und das macht die Serie jetzt gerade sehr, sehr cool. Man hat so ein bisschen den Weg von Boba verlassen tatsächlich. Aber um da auch wieder hin zurückzuführen, um auch die Geschichten besser zusammenzuführen. Und das, was wir da jetzt gesehen haben, war eine Folge, die war vollgepackt mit Fanservice. Die war vollgepackt mit tollen Momenten, mit extrem coolen und tollen Szenen und am Ende mit verschiedenen Entscheidungen, die da im Raum stehen, was sehr, sehr spannend wird. Wie viele Folgen sind es? Noch eine oder zwei? Eine. Und eine ist noch, ne? Es zeigt sich wieder das, was ich vermutet hatte. Die Folgen, die nicht von Robert Rodriguez gedreht sind, die sind einfach wahnsinnig gut. Und der Regisseur, der Dave Filoni, der diese Folge gedreht hat, der hat unter anderem 3 Folgen für einen Mandalorianer gedreht. Der hat, der war Supervising Director für 24 Episoden von Clone Wars und für den Film, da gab es ja einen Clone Wars Film 2008. Der hat 50 Folgen für Star Wars Rebels gedreht. Also das ist jemand, der im Universum zu Hause ist, ja. Nicht wie Robert Rodriguez, der sagt, oh, ich nehme mal hier krumm blitzende Mopeds da rein. Ne? Also und die sind echt negativ hängen geblieben, kann das sein? Ich mochte die Folgen von Robert Rodriguez einfach nicht. Die haben mich nicht reingezogen. Ja. Und ich finde Robert Rodriguez genial. Also ich mag immer noch El Mariachi, den alten Film, den er mit wenig Geld gedreht hat. Und ich mag auch diverse andere Filme, die er gemacht hat. Aber ich finde, der kann kein Star Wars. Und ich hoffe sehr, ich weiß es jetzt noch nicht, wer Chapter 7 gedreht hat. Oh, ich sehe es gerade, Robert Rodriguez. Okay, ich hoffe echt nicht, dass der jetzt das Staffelfinale irgendwie verkackt. Also, also. Da gibt es auch was, die eine Staffel, weiß man ja nicht. Ich mochte das bis jetzt so sehr, die letzten Folgen. Ich hoffe nicht, dass da jetzt noch ein Downer kommt am Ende, wo ich dann rausgehe und sage, ja, okay, also noch eine Staffel tue ich mir jetzt hier nicht an. Oder so. Ich hoffe mal, dass es gut wird, dass er vielleicht doch irgendwie einen Dreh findet. Aber ich habe es fast gedacht, er macht die letzte Folge und mittendrin eine. Oh Mann, oh Mann. Da bin ich jetzt nicht ganz so gehypt auf nächsten Mittwoch. Ach, jetzt komm. Ich bin schon gehypt. Also ich freue mich einfach drauf, weil es die letzten Folgen einfach großartig waren und das so cool weitererzählt wurde. Es ist eine riesen Brücke geschlagen zum Mandalorianer.
es ist so vieles offen jetzt, es ist so viele Türen, die einfach aufgingen und fahren in jede Richtung. Klar ist die Frage, gibt die Figur Boba einfach gerade nicht mehr her oder versucht man krampfhaft dem noch was draufzuschreiben? Die Frage ist, denke ich, berechtigt. Ich denke, man versucht wohl mit The Book of Boba Fett einfach wieder mal so einen Übergang herzustellen zu anderen Bereichen, weil man weiß, okay, Boba ist eine unglaublich beliebte Figur, trotz seines eher seltenen Auftretens und seiner sehr spärlich gesäten Textzeilen in den alten Filmen. Man hat ihm eine Bühne gegeben und ich denke, dass auch da das weitergehen wird und ich hoffe es auch. Und wahrscheinlich kriegt Boba auch noch ein bisschen mehr zu tun oder tritt noch anders in Erscheinung. Aber das wird man sehen. Ich finde es so, wie es jetzt ist, ganz cool. Wie du gesagt hast, ein paar Sachen hätte ich jetzt nicht gebraucht. Aber die habe ich auch bei Mandalorianer damals manche Sachen nicht gebraucht. Deswegen, insgesamt gefällt es mir super. Ja, ich glaube, das hatte auch sehr viel, also die Beliebtheit, was du gerade angesprochen hast, von Boba Fett hat auch sehr viel mit Cosplay zu tun, denke ich mal. Ja. Das hat, ist so nach und nach, also man hat gefühlt immer mehr gesehen, die dann auch den Boba Fett als Cosplay gemacht haben. Und ich denke mal, das ist da auch eine sehr, sehr beliebte Figur, weil es natürlich jemand ist, wo man da auch ein bisschen was machen kann mit Rüstung und mit Gear und so weiter, ne? Und mit dem Jetpack, nenne ich es jetzt mal. Und ich glaube, das hat da auch seine Beliebtheit, hat er da bekommen. Und ach Mensch, hoffentlich wird die letzte Folge gut. Ich hoffe mal nicht, dass da diese Mopeds wieder, diese Typen da und dass da in Anführungszeichen wilde Verfolgungsjagden. Ja, ich bin bei der Verfolgungsjagd, bin ich mal nebenher gelaufen. Ich habe mir das mal angeschaut. Ja, da ist der Kameramann wahrscheinlich auch nebenher gelaufen und hat es gefilmt. Während die Mopeds, nee, es waren wahrscheinlich Mofas, die durften doch, wie schnell durfte ein Mofa fahren? 20 km/h oder so, ich kenne mich dann nicht aus. Das kann man ja noch erlaufen, ne? Mit einer Kamera. Ja, wie dem auch sei, ich drücke die Daumen. Aber tolle Folge, die Folge 6. Und jetzt gehen wir mal aus dem Spoiler wieder raus hier. Ich nehme mal einen anderen, ich nehme mal den hier. So, ich brauche nur ein Signal hier, wo ich schneide. Nee, nicht schneide, die Kapitelmarke setze so rum. Okay, und du hast noch ein bisschen was geschaut, Mensch, dass du mal Serien guckst, hast du gewusst, dass die Kate nicht da ist, hast du schnell noch ein bisschen was weggebinged hier. Ja, ich habe ein bisschen, was heißt weggebinged? Ich gucke manchmal Sachen tatsächlich dann doch abends zum Einschlafen oder so, deswegen dauert das auch manchmal. Ich habe zwei Sachen, eine habe ich durch, die andere habe ich noch nicht durch, da bin ich noch mittendrin. Möchte trotzdem ganz kurz drauf zu sprechen kommen. Die erste Sache ist schon was auch schon länger ja draußen ist und was schon länger gibt. Ist The Umbrella Academy, das mir empfohlen wurde, mal unbedingt anzuschauen, was sehr cool ist, was ich auch hier schon gehört habe, wo es hieß, das ist extrem cool und ich soll da mal reinschauen. Habe ich jetzt gemacht, habe nicht nur die erste Staffel geschaut, sondern habe direkt die zweite nachgeschaut, weil es mich tatsächlich mitgerissen hat. Sehr coole Serie. Wer es noch nicht gesehen hat, sollte das unbedingt nachholen. Es ist sehr cool gemacht. Es sind sehr witzige Charaktere dabei. Erzählt mal wirklich was anderes. Ich habe jetzt allerdings ein bisschen die Sorge, dass es in Staffel 3 ganz doof abdriften kann. Das ist meine große Sorge. Also die ersten beiden Staffeln sind cool. Die erste Staffel ist mega. Die zweite Staffel knüpft an. Braucht ein bisschen, bis man reinkommt in das Setting in den 70er Jahren. Aber trotzdem alles ganz cool. Hat mir sehr, sehr gut gefallen, die Umbrella Academy. Ich freue mich da tatsächlich auf Staffel 3, weil ich die tatsächlich auch gucken werde. Du hast Umbrella Academy auch gesehen? Ja, die erste Staffel habe ich auf jeden Fall. Du redest nicht mehr mit mir, das ist total irritierend. Nee, die erste Staffel habe ich ja auf jeden Fall gesehen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich die zweite schon gesehen habe. Du sagst 70er-Jahre-Setting, nee, da habe ich die noch nicht geguckt. Guck sie auf jeden Fall an. Ich hätte sie geguckt, wenn mir das irgendwie Netflix vorgeschlagen hätte, so nach dem Motto, ey, du hast doch die erste geguckt, guck mal hier rein. Schlage ich sie ja vor. Ja, genau, denn ich weiß, dass es die gibt. Ne, ich muss noch ein bisschen was schauen, für Fortsetzung folgt. Das nehmen wir ja auch wieder auf. Ich schlage dir das vor. Hausaufgabe bis nächste Woche, Erik. Ich habe ja auch, wollte ich eigentlich mit Kate drüber reden, ich habe ja Yellow Jackets zu Ende geschaut. Das war ja mein Projekt der letzten Abende der Woche hier sozusagen. Die ist echt gut, die Serie, das stimmt. Also hat die Kate nicht zu viel versprochen. Ich hatte ja da die ersten 2-3 Folgen gesehen gehabt für Fortsetzung folgt, um das mal ordentlich besprechen zu können.
Und also kurzes Setting nochmal zur Wiederholung, für die, die anderen Folgen nicht gehört haben. Eine Mädchenfußballmannschaft, die müssen zum Endspiel in den USA fliegen oder zu einem, wie heißt das, Finals oder irgend sowas, also irgend so eine Meisterschaft. Und das Flugzeug stürzt ab. Und ähnlich wie bei, entwickelt sich dann so ein bisschen härter fliegenmäßig, aber es gibt zwei parallele Erzählstränge. Einmal die Mädchen, die da quasi in dem Wald sind, neben dem Flugzeugwrack, was so ein bisschen lostartig, Herr der Fliegen-mäßig ist. Ne? Wer engagiert sich mit wem und wie überlebt man da? Und parallel noch zwei Parallelgeschichten. Die eine ist quasi in der Jetztzeit, wo die Personen aus dem Wald dann schon älter sind und wir sehen dann auch, okay, die haben zumindest überlebt, aber wie sie es geschafft haben, ist halt die Frage und die Presse interessiert sich natürlich auch dafür, aber die haben ihre Geheimnisse nie preisgegeben und irgendwann bekommen dann manche von denen auch so Karten geschickt, wo so dubiose Sachen draufstehen und die sagen, okay, ihr müsst irgendjemand weiß da was und die ermitteln dann. Und das, was in der Jetztzeit ist, großartige Darsteller, zum Beispiel Christina Ricci und Juliette Lewis und so. Und dann gibt es noch bei dem Absturz gibt es quasi noch diese Zeit vorher, wo die noch an der Schule sind und so weiter, wird auch kurz thematisiert. Und wenn man denkt, okay, jetzt habe ich die Beschreibung gehört, ich kann mir denken, um was es da geht. Nein, ihr wisst gar nichts. Also von daher, das ist so toll gemacht. Ist halt wie John Schnee, ihr wisst gar nichts. Ja, das ist echt, echt toll gemacht. Das hätte ich nicht gedacht. Und es wird immer dichter und immer heftiger gegen Ende der Folge. Ist nichts für zarte Nerven, was dann alles so kommt. Deswegen Yellow Jackets von mir eine große Empfehlung. Ich glaube, oder es ist für eine zweite Staffel verlängert. Da bin ich gespannt, wie es da weitergeht. Und auf jeden Fall reinschauen. Gibt es auf Sky gerade und wahrscheinlich dann demnächst auf irgendwelchen Streaming-Portalen eures geringsten Misstrauens. Und du hast noch All of Us Are Dead, das ist diese koreanische Zombie-Serie, oder? Ja! All of Us Are Dead. Neu auf Netflix von 2022, kam raus am 28. Januar, also ist brandaktuell. Ich habe jetzt, glaube ich, die ersten 5 oder 6 Folgen habe ich jetzt gesehen. Und es ist so herrlich, es ist so herrlich abgedreht und herrlich abgefahren. Und ich habe schon in der ersten Folge so unglaublich gefeiert, weil schon so ein total netter Kommentar da ist, als das ausbricht. Also wir befinden uns in einem größeren Schulkomplex ich habe leider vergessen, wie die Stadt heißt. Es ist nicht Seoul, aber ja, es bricht auf jeden Fall Busan. Nein, es ist auch nicht. Das ist ja der Witz an der Sache. Oh mein Gott, ich möchte da niemandem was versauen. Das wäre jetzt echt ein Spoiler, aber ich hab's sehr, sehr gefeiert. Auf jeden Fall an dieser Schule bricht eine Zombie-Apokalypse aus wegen einem Virus, das ein Lehrer dort, der früher bei einem Pharmaunternehmen gearbeitet hat, wegen dem hat ein Virus entwickelt, um seinen Sohn zu stärken, der gemobbt wurde in der Schule, und das nimmt halt ein bisschen Überhand und läuft alles ein bisschen schief und der Virus tritt dann aus und werden ganz viele infiziert. Und das Schöne ist, es ist jetzt nicht nur so stupide, ja, hier Zombies metzeln und Zombies schnetzeln. Nee, die Zombies entwickeln sich tatsächlich auch weiter in dem Film, was sehr, sehr witzig ist. Es gibt sehr skurrile Momente. Ich will jetzt nicht sagen, dieses typische koreanische Drama-Gerede manchmal mit Teenagern. Das wäre echt gemein. Es ist aber teilweise so, was ein bisschen anstrengend ist. Und trotzdem, es zieht einen tatsächlich in Bann, wenn man dem Ganzen eine Chance gibt, wenn man auch Bock auf so Zombie-Gedöns hat. Und ich kann es wirklich jedem mal empfehlen, da reinzuschauen und nicht nur die erste Folge, sondern vielleicht auch zweite, dritte Folge zu gucken. Hat 12 Episoden im Augenblick. Und dann hängt man, glaube ich, drin. Also es geht halt um den Überlebenskampf und es sind verschiedene Fronten, es sind verschiedene Stränge, die auch zusammengefügt werden, wer wie was. Und was mir tatsächlich gefallen hat, ist, du hockst so ein bisschen dran und denkst dir, ja, okay, das ist ein Hauptcharakter und im nächsten Moment ist er einfach ein Zombie. Und dann war es das nicht mehr. Und dann denkst du nur so, oh, okay, never have I been so wrong. Weil die Serie dafür überhaupt keinen Halt nimmt. Die nimmt auch kein Blatt vom Mund, wenn es wirklich um grausames Blutgespritzel oder sowas Gemetzel geht. Was auch krass ist, wo du dran denkst,
okay, das war jetzt echt heftig. Weil du rechnest eigentlich gar nicht so damit. Du denkst dir nur so, okay, ja, das könnte jetzt halt ein bisschen, wow. Und deswegen, also ich würde auf jeden Fall mal in All of Us Are Dead reinschauen. Vor allem, wenn ich Zombie-Fan bin, dann auf jeden Fall, dann würde ich da noch mehr reingucken. Und vor allem ist es einfach diese ganzen Anspielungen auch, also wenn du dann hörst so, ja, wegen der Pandemie bricht hier die Börse zusammen und jetzt greift der Schutzschirm, der damals wegen Covid-19 eingesetzt wurde und bla bla bla. Der also das ist tatsächlich auch... Der damals wegen der 20-jährigen Covid-19-Pandemie. Ja. Nee, deswegen auf jeden Fall mal reinschauen. Es macht echt Spaß. Also mir macht es natürlich Spaß, das anzuschauen. Ich finde es cool. Unbedingt reingucken. Ja. Man empfehle ich schon mal Serien. Welche auf jeden Fall habe ich und ganz oben in meiner Liste, ja, den da mal reinzuschauen, weil ich mochte ja auch diese Train to Busan-Filme und aus Korea kommen nicht nur in letzter Zeit ziemlich coole Filme und Serien, deswegen werde ich da auf jeden Fall reinschauen. Und Zombies, hey, was kann man falsch machen? Apropos Zombies, eine News kam letzte Woche raus. Vielleicht die aufmerksamen Hörerinnen und Hörer werden sich erinnern, dass ich vor 2-3 Wochen empfohlen habe, auf Arte den Film zu schauen, Zombie 2, das letzte Kapitel, der damals beworben wurde. Wir zeigen die ungeschnittene Originalfassung und das stand auch direkt so da und das haben auch verschiedene Portale aufgegriffen, die News. Und jetzt kam am 3. Februar, also vor 3 Tagen, kam die Meldung von Arte Presse, in der Nacht zum 28.01. strahlte Arte aufgrund eines bedauerlichen Versehens, ich zitiere übrigens, den Film Zombie 2, das letzte Kapitel von George A. Romero aus. Dieser Film wurde in Deutschland von der Bundeszentrale für Kinder und Jugendmädchen indiziert, sodass eine Veröffentlichung in Deutschland nicht erlaubt ist. Arte bekennt sich selbstverständlich, blablabla. Bla. Also kurz gesagt, oh, das tut uns echt leid, wir haben hier den Film gesendet und also der wäre eigentlich gar nicht erlaubt gewesen, den hier uncut hier zu senden. Ne? Und sie haben den natürlich auch auf den diversen Plattformen, also die hatten ja eine Mediathek, dann haben sie natürlich auch gleich sofort runtergenommen. Das heißt, aufmerksame Kinocast-Hörerinnen und Hörer, die sich den vielleicht aufgezeichnet haben, die haben wirklich jetzt die Uncut-Fassung, die es so in der Form, glaube ich, nur auf Blu-rays gibt, die man irgendwie importieren kann. Und ich habe es mir aufgenommen. Genau, also ich habe natürlich selber auf mich gehört, weil ich wusste, ah, okay, wenn die Uncut sagen, dann schaue ich doch mal rein. Und ich habe es gesehen, dachte ich, oh, okay, die zeigen wirklich die Uncut-Fassung. Dass sie natürlich nach dem Buzz, den sie ausgelöst haben mit, hey, wir zeigen die Uncut-Fassung und sämtliche Portale, Filmstarts, Moviepilot, Film.de, Kino.de, alle haben es berichtet, dass sie dann irgendwie, dass dann hinterher jemand kommt und sagt, Moment mal, das hättet ihr ja gar nicht machen dürfen. Also das ist irgendwie komisch, aber na gut. Also aufmerksame Kinocast-Hörerinnen und Hörer, die haben da hier schon einen Vorteil gehabt und können sich freuen, da die Uncut-Fassung zu haben, ohne dass sie einen Blu-ray kaufen müssen. Okay, Rätselecke gibt es heute nicht, weil ja die Kette nicht da ist, die wäre nämlich eigentlich dran. Und ja. Es gibt aber wahrscheinlich ein paar Musiktipps. Ich hoffe, der Chris hat noch was, weil steht noch nichts drin. Hast du einen Musiktipp rausgelöscht? Ich habe nichts gemacht. Ich habe da einen eingetragen gehabt. Ja, Moment, ich habe ihn aber gleich. Ja, ich fahre derweil den Trenner ab. Mach ruhig. Music. Okay, dann werde ich erst mal meinen sagen. Und zwar ist es von Patenbrigade Wolf. Fehler 404, den habe ich letztens mal wieder gehört, den Song. Und fand ich echt cool und witzig. Okay, ich habe von Ghostbusters Afterlife von McKenna Grace Haunted House. Okay. Der soll da eigentlich auch drinstehen. So, da steht er auch. Dann ich weiß nicht, warum der rausgelöscht wurde. Also ich habe ihn eigentlich schon eingetragen gehabt. Packe ich den mit auf die Playlist drauf, die da heißt Kinocast Songs. Dieser Playlist dürft ihr sehr gern folgen. Und ja, wenn wir schon einmal bei Retro-Sachen sind, ihr könnt auch mir auf Twitch folgen. Da habe ich jetzt gerade entdeckt, wie ich meinen Amiga verbinden kann zum Streamen. Das war sehr lustig. Das kann ich auch jedem nur empfehlen, mal bei Twitch reinzuschauen, beim Erik. Das war sehr lustig. Danke. Wirklich. Ich habe gestern Gianna Sisters gespielt und es ist echt viel schwerer als jetzt irgendwie so ein aktuelles Super Mario oder sowas, was ja auch so Jump'n'Run ist. Ne?
ja, mal sehen. Also die nächsten Sachen stehen auch noch an, die noch so funktionieren. So, was weiß ich, Persian Gulf Inferno oder Civilization 1 funktioniert auch noch. Also das erste Civilization. Aber da kann man ja bei den späteren Runden, wenn man dann auf Enter drückt, da kann man erstmal einen Kaffee trinken gehen, bis das alles fertig berechnet ist. Weiß ich nicht, ob das gut kommt im Stream. Mal schauen. Ich habe noch ein paar andere Highlights. Summer Games und sowas. Summer Games. Ich glaub, da hab ich böse Erinnerungen dran, ja. Ja, Joystick Killer. Aber ich habe ja hier so einen Competition Pro, den habe ich mir bei eBay geschossen und der geht auch noch gut, aber es ist echt straff, diese Mikroschalter. Ist kein Vergleich zu modernen Analog-Sticks. Okay, dann war es das für heute. Vielen Dank, Chris, fürs Mitmachen und sehr gerne. Vielen Dank an die Hörerinnen und Hörer fürs Zuhören, für eure Aufmerksamkeit. Empfehlt uns weiter auf allen gängigen Plattformen. Teilt die Infos, spread the word, share the love. Tschüss. Wenn es nicht macht, kommen Zombies und holen euch. So, genau. Tschüss. Wiederhören. Der Kinocast.